Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir begeben uns heute auf die große Suche nach dem Sheep Squatch. Wir haben viele Sachen. Wir sollten. Ach komm, wir kommen einfach nochmal her. Wir müssen ja ohnehin nochmal herkommen, ne? Ja, hier und dann gehen wir darüber. So, unser erster Stop. Da liegt eine Leiche. Mhm. Wo gehen wir als allererstes hin? Event Robohirnhorde. Verbrannte Horde. Irgendwann muss ich mal wieder ein paar von den Events machen. Da ist Platz 1. Du gehst jetzt aber nicht dahin, oder? Das würde ich dir nicht raten, Junge. Aber weißt du was, wenn wir schon mal sowieso am Reisen sind, können wir kurz nach Hause und zur Munitionsfabrik. Und da ist das Bild! Da ist das Bild aus der aus der verlorenen Folge. Ist das nicht schön? Ich liebe solche Gimmicks. Wir sollten sowas. Wieso vergesse ich immer diesen scheiß Fotoapparat? Wir hätten schon so viele geile Sachen fotografieren können. So viele geile Sachen. Und wir brauchen diesen komischen Fotoapparat. Ich weiß nur nicht, wo wir den herbekommen. So, bevor mir jemand hier meine Munition klaut, und der ist hier, glaube ich, schon auf dem Weg hierher, dann werden wir ihn halt überraschen. Ich werde mal zuerst gucken, ob er wirklich hierher läuft. Wenn er hierher läuft, werde ich da oben campen und warten, bis er kommt und den Headshot verpassen. Geht ja mal gar nicht, dass er hier versucht, hier meine Munitionsfabrik zu klauen. So. Scheint, als wäre er auf dem Weg hierher, oder? So. Ja, endlich wieder Munition. Oh, direkt 200 am Stück. So. Der bewegt sich nicht großartig. Soll ich dem mal entgegenkommen? Aber wenn ich ihn abschieße, bin ich Platz 1. Dann müsste ich den Server wechseln. Das ist immer so eine Sache, ne? Ich weiß nicht, was der vorhat. Ach, guck mal. Können wir eigentlich dahin gehen? Von hier aus. Dann machen wir das doch einfach mal. Wenn ich den Ort hier ungern alleine lassen will. Er ist weg. Alles klar. Wie bist du da hingekommen? Wie ist der Typ so schnell da hingekommen? Leute, wie ist der Typ da hingekommen? Man kann nicht schnell reisen. Was? Habe ich irgendwas verpasst? Gibt es irgendwie... Belmovk. Schon auffällig, oder? Ist schon auffällig. Wie ist er da hingekommen, Leute? Wo laufe ich jetzt hin? Okay, richtiger Ort. Endlich können wir in das Gebiet da hinten hingehen. Da haben wir so lange nicht mehr, weil wir einfach keinen Sinn hatten, dahin zu gehen. Also wenn der Typ hier gleich irgendwo aufploppt, dann ist das ein Cheater. Aber ich glaube nicht, dass jemand sich hier die Mühe gibt, um zu cheaten, oder? Alles klar, meine Munition war weg. Kurzer Schreckmoment, ich guck so. Keine Munition? Ach stimmt, ich kann meine 10 mm wieder rausholen, ne? Ja. Coole Sache.
Oder es gibt eine Mod. Weil Mods sind ja erlaubt. Mods sind erlaubt. Fallout, also Bethesda besser gesagt, hat verlautet, dass es in Ordnung ist, Mods zu benutzen. Aber ist das nicht im PvP-Modus ein bisschen unfair? Ich meine nur. Dann muss ich nochmal ein bisschen recherchieren, ob es so eine Mod gibt. Ich meine, ich würde sie jetzt nicht unbedingt benutzen, weil ich finde das schon irgendwo arg unfair. Aber mich würde es einfach interessieren, ob es diese Mod gibt und ob dieser Typ diese Mod hier benutzt hat. Weil er ist ja offensichtlich direkt in die Stadt rein. Guck mal, eine Menge Müll. So. Ich versuche den jetzt zu beobachten. Aber es kann auch sein, dass es einfach jetzt ein anderer Platz 1 ist, ne? Darauf habe ich nicht geachtet, ob es der gleiche Name war. Da muss ich nochmal gucken. In der Aufnahme. Sehen wir dann, sage ich euch in der nächsten Folge Bescheid. Oder ihr guckt selber. Wieso steht hier ein Wasseraufbereiter? Hirschjährling? Was ist denn ein Hirschjährling? Ist das ein kleines, Sieht aus wie ein Reh. Und der war auch Level 1. Und was geht hier ab? Küchentisch brauche ich nicht, kenne ich schon. Ja, gut. Nichts Großartiges hier. Ja gut, gehen wir weiter. Es kann auch sein, dass sich einfach der Name geändert hat. Dass der Typ vielleicht... Nee. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich einfach nur verkackt und scheiße geguckt. Das kann sein. Im Zweifel für den Angeklagten, Freunde. Ihr seid ja alle gut gewesen, ne? Habe ich mich richtig erinnert, dass wir hier waren. So, endlich können wir ein paar Kupiden erledigen. Lange nicht mehr gehabt. Ich habe so das Gefühl, dass das hier oben... Waldbewohner? Okay. Dass das hier oben so ein Kupidengebiet ist. Ich meine, es gibt hier keinen Weg hinzureisen per Schnellreise. Zumindest im PvP-Modus. Es gibt auch allgemein sehr wenig Orte hier, ne? Ah, wohl doch nicht. Und ich wette, auf dem Weg dahin, wo wir jetzt hingehen, wir sind da zwei Punkte. Achso. Wird höchstwahrscheinlich unser Lager angegriffen. Davon könnt ihr ausgehen. Jedes Mal, wenn man sehr weit entfernt ist von irgendwo, dann wird es angegriffen. Ja, was haben wir denn hier? Eine Toilette! Titelloses Gedicht. Rostige Rohre hoch aufgetürmt, tote Zeugen bankrotter Spekulationen, in engen Taschen durch alle Türen getragen. Versiegelte Lippen, schmutziges Spiel, gerahmte Kronkorken, hochglanzpoliert, alle Gesichter vom selben Dreck verstaubt, festgebacken und wieder aufgefallen. Nur eine Wolke aus Fliegen erinnert noch an die Natur, die sich Stück um Stück ihr Eigen wiederholt. Es hat sich kein Stück gereimt. Oh, hallo. Was haben wir denn hier für ein hübsches Örtchen? Kenne ich schon. Also nett hat das hier. Aber es gehört keinem Spieler. Das würde anders aussehen. Aber den hier nehme ich auf jeden Fall mit. So, erstmal das. Und wir nehmen... Ich möchte die Chests komplett mitnehmen. Moment. Muss ich dafür erst einsteigen?
Weil dann können wir uns noch eine mehrere Rüstung anlegen. Oder zulegen, besser gesagt, nicht anlegen. So. Gut, weil wenn wir mehrere Chests haben, können wir auch die verschiedenen Rüstungen sammeln. Ich meine, wir müssten sie dann ablegen in unsere Box, aber naja. Aber zumindest haben wir es dann. Hallo da drüben. Eines Tages komme ich nochmal zurück zu dir. Habe übrigens mal von einem Freund, beziehungsweise besser gesagt vom Bruder von Reggie, also meiner Freundin, gehört, dass es hier irgendwo ein Alien gibt. Habt ihr es schon gefunden? Sagt mir nicht, wo es ist! Habt ihr es schon gefunden? Nur mal so eine Frage an euch. So, wir müssten... sollen wir die Jagdgesellschaft machen? Ach, können wir eigentlich machen, ne? Zumindest ist es eine Quest, wo wir was töten müssen. So, das letzte Mal waren wir noch hier ziemlich am Arsch in diesem Gebiet. Alles hätten uns one-shotten können, aber wir konnten auch ziemlich viel töten mit Stefan. Und jetzt sind wir hier der King. Guckt euch die Maulwurfsratte da hinten an. Die ist Level 7. Jetzt ist sie tot. So jung und doch schon tot. Ich glaube, ich habe zu viel Energy wieder. Wollen wir mal... Ja, komm, wir gucken mal bei der Hütte vorbei. Ich meine... Wir haben es ja nicht eilig in diesem Let's Play. Ich bin recht froh, dass ich hier ein chilliges Let's Play habe und ich will hier ehrlich gesagt nicht durchrasen. Hallo, Mopsi. Danke für die Erfahrung. Danke für das Fleisch. Ich werde es kochen. Und ich werde euch versprechen, ich werde es essen, falls es nicht vorher vergammelt. So, was haben wir denn hier? Myolog-Eye. Psycho. Ich werde übrigens auch viele Medikamente demnächst verkaufen, also... Ich nutze die halt nicht. Ich sollte sie... Im PvP sollte ich sie definitiv mehr nutzen, ne? Also ich werde vieles zwar verkaufen, aber alles, was mir... Das war so scheiße klar, Mann. Alles, was mir wirklich so hilft an Medikamenten, nutze ich einfach nicht. Und sollte ich. Gerade auch der Damage Boost. Der würde meine Waffen nochmal richtig schön verbessern. Ne, Kollege? Na gut. Dann würde ich sagen, ich mach mal die Quest drüben. So. Das war's jetzt aber. Was war das denn? Das waren drei Wellen. Krieg ich jetzt irgendwas dafür? Blasinstrumente. Jo. So. Das Gesicht sah gerade toll aus. Wir sind da, wo wir sein wollten. Ich habe ein bisschen zu spät gemerkt, dass ich schon da bin. Also ich bin hier hirnlos einfach gerade ausgelaufen. Und war mit meinen Gedanken ganz woanders. So, willkommen bei der Jagdgesellschaft. Wir werden jetzt ein bisschen jagen. Mal gucken, was wir jagen werden. Auf jeden Fall können wir auch mal nebenbei was Entspanntes machen. Nicht immer Quest verfolgen. So. Dafür müssen wir runter. Wer stöhnt da? Hallo? Ja, ich habe mir aus Versehen Buff-Tats reingezogen. Ich wollte mir einen Right Away reinziehen. Ich will auch diese ganzen Köpfe haben. Ich will auch Tiere sammeln. Wie komme ich jetzt weiter runter? Ah. Hier geht's runter. Ach, du bist's. Ach, ich liebe die 10mm, die ist so geil. Und die ist nicht mal Level 50, das müsst ihr euch mal vorstellen. Die ist nicht mal Level 50. So, wie ist der Jagdgesellschaft? Willkommen in der Black Bear Lodge.
ihrem familienfreundlichen Jagdclub. Ich bin der Jagdführer der Black Bear Lodge. Sie ja, weiß ich doch. Bestimmt beim Turnier anmelden. Gut, ich setze Ihren Namen auf die Liste. Jeder Jäger muss 3 Tiere aufspüren und erlegen. In letzter Zeit gab es einen Zustrom neuer Tierarten. Also seien Sie nicht überrascht. So, töte Snellygäster, töte Redkröte. Redkröte? Oh, ein Kackbratzen. Hui! Wer schießt da? Ach da, ich sehe dein Köpfchen. So, Snellygäster, euch haben wir ja schon mal geholt. Das ist eine tägliche Quest, die ist genau nach meinem Geschmack. Tiere jagen. Oh. Dafür gehen wir auf jeden Fall hier raus. Nachts wäre es natürlich noch ein bisschen hübscher gewesen, aber naja. Und jetzt kommt natürlich Stefan zum Einsatz. Wir hätten mal unsere Sachen reparieren sollen zwischendurch. Was? Das ist der Schaden, auf den ich gewartet habe. So, noch irgendwo... Ah! Klar, wenn der mich erwischt, bin ich tot, weil ich keine Rüstung habe, aber ist mir egal. So. Das nehme ich doch gerne und schon bin ich überladen. Gucken wir mal. Wie viel wiegen wir jetzt? 241. Ah, also so ein Riesenunterschied macht das jetzt noch nicht. Vielleicht erst, wenn wir es auseinanderbauen. Ist hier nur irgendwo Snellygäster? Der Bock hat zu sterben. Okay, da gehen wir nicht hin. Ha! Falsche Taste. Diesen Meierlöck. Ja, gut. Das ist die falsche. Shit. Timer. Ich hab dich eigentlich gedrückt. Egal. Wisst ihr, und so kommt, sehen Sie, so kommt das zustande, dass ich viel zu lange Folgen habe, weil ich auf den Timer draufdrücke, aber er reagiert nicht. Ich muss mir einen besseren kaufen. Moment. Kann ich umbenennen? Wie sollen wir unsere Paarrüstung nennen, Leute? Ich nenne die erstmal Grab. Damit ich Bescheid weiß. Grab. Habt ihr einen schönen Namen für unsere Power-Rüstung? Das ist doch mal eine gute Frage. So. Jetzt können wir auch hier hochgehen. Aber jetzt müssen wir natürlich eine andere Waffe nehmen. Was? Das überlebt ihr? Was macht ihr hier überhaupt? Oh. Kennen wir schon. Schade. Viele Sachen, die wir bereits kennen. Eine Dose. Was habt ihr bewacht?
Oh. Wir müssen langsam mal die Airdrops wieder einsammeln, ne? Wird mal wieder Zeit. So, ich muss mich dran gewöhnen. Ich muss es jetzt noch nicht machen, das weiß ich, aber ich muss mich dran gewöhnen. Wenn wir das schon machen. Wo sind die schnellen Gäste hier alle hin? Das ist schon gar nicht mehr das Gebiet, ne? Achso, wir müssen einfach. Mussten nur zwei? Alles. Achso, wir müssen von jeder Kreatur nur eine. Ah, okay. Das macht es natürlich einfacher. Zeit für eine Kackbratze, Freunde. Mal gemütlich hier hinsitzen. Drücken wir die falschen Tasten. Das ist so ein Luftreiniger, ne? Oh, guck mal. Ihr seid aber keine Kackbratzen. Wieso werden die überhaupt nicht markiert? Müssen doch markiert werden. Oder kämpft ihr vielleicht gerade mit einer Kackbratze? Nö, Level 5. Die machen wir kaputt, Jungs. Kann sogar auf den Panzer schießen. Sterbt alle. Die Luftverschmutzung pur hier. Ich bin schuld. Hier soll irgendwo eine Kackbratze sein. Ach, das ist ein Hirsch. Das Visier kann ich aber nicht erweitern, wenn ich hier drauf drücke, oder? Nein, das geht nur bei dem anderen. Ich sehe hier keine Kackbratze. Oh. Mit was haben die da gekämpft? Wieso war er so am Arsch? The fuck? Was hat euch so zugesetzt? Ihr habt gegen einen Retthirsch verloren? Was zum... Ich will nicht behaupten, dass ihr scheiße schlecht seid, Jungs, aber wow. Yay. Oh, ich habe kein Wasser. Das ist schlecht. Ich muss hier die Quests erstmal beenden, bevor ich wieder nach Hause reise. Ja gut. Auf zu... Willst du mich verarschen, Junge? Will der Typ mich verarschen? Hat er gerade meine Munitionsfabrik eingenommen, ohne dass ich es gemerkt habe? Das finde ich nie in Ordnung. Jetzt wird gejagt, Freunde. Der Typ, der muss leiden. Außerdem muss ich Wasser holen. Wo bin ich? Da. Ah, ich habe hier kein Wasser. Ich habe es gar nicht gemerkt. Wie wär's mit einem Warnton? Ah, ich habe viel zu viele Quests da rechts.
Die Potsau schnappe ich mir. Schade, dass es nicht Nacht ist. Aber ich glaube, ich behalte meine Powerrüstung an. Und wenn ich sterbe, ja, dann ist das halt so. Aber das kann ich nicht durchgehen lassen. Ich brauche meine 10mm Munition. Mein Geld ist mir scheißegal. Ich brauche das Geld eigentlich gar nicht. Nur zum Schnellreisen. Und dafür brauche ich nicht viel. Ich bin viel zu laut. Muss aus der Powerrüstung raus, ne? Es ist verdammt laut. Ich weiß nicht, ob er drin ist oder oben. Ich glaube, der hockt da oben und wartet. Ich brauche irgendwelche Stoßdämpfer oder so in den Füßen, ne? Ganz ehrlich. Hab ich mich erschrocken. Ich wollte gerade sagen, ach, der ist nicht hier. Na gut. Ich spawn mal neu. Mich hat es irritiert, dass der die ganze Zeit geschossen wurde. Aber ich habe 14 Kronkorken verloren. Und der Schrott, der geht mir am Arsch vorbei. Ich sollte nochmal wiederkommen, aber leise. Oder warten, bis da ein Event ist. Wir können warten, bis da ein Event ist. Ich habe diese Schüsse halt aufgeregt, weil der irgendwo hat geschossen und ich wusste nicht, ob er das ist. Naja. Ich warte, bis er da weg ist. Und woanders ist. Und dann werde ich ihn da heimsuchen. Das ist der Plan. Oh. Aber die Zeit ist eh um. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen hier bei den Redkröten und dann mal gucken, ob wir den irgendwie noch kriegen. Aber ich will nicht, dass er mich erwartet. Weil er erwartet jetzt natürlich, dass ich da hingehe und dann Stress mache. Nein. Belomovk, der Tag wird kommen. Der Tag wird kommen. Wenn du den Server nicht verlässt, wird der Tag kommen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.